Jetzt gucken wir aber erstmal in die Schüco Arena, denn morgen spielt Arminia Bielefeld gegen 1860 München. Ja, und der DSC geht mit viel Rückenwind in die Partie. Ne? Nach dem 3:1 Auswärtssieg in Aue am vergangenen Wochenende ist Arminia nach 5 Spieltagen immer noch ungeschlagen. Und das Spiel morgen, das ist ein besonderes, denn es ist ein Arminis-Spieltag. Im Zuge des Weltkindertags, der ja heute ist, dreht sich morgen alles um den Nachwuchs. Wer genau die Arminis sind und was die so machen, das erzählen uns jetzt diese beiden. Ich bin Sarah, ich bin 13 Jahre alt und ich bin jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren bei den Arminis mit dabei. Ja, ich bin Ture, ich bin 12 Jahre alt und bin schon seitdem ich 0 bin bei den Arminis. Also die Arminis, das sind alle Mitglieder von 0 bis 14 Jahren. Und bei den Arminis gibt es immer verschiedene Aktionen, Spiele mit den Profis oder Kennenlerntreffen mit den Profis. Man ist immer bei den Spieltagen mit dabei, also man kann mitkommen, man bekommt dann auch günstiger die Tickets. Das Spiel gegen München, das ist Nachhaltigkeitsspieltag und Arminispieltag. Am Anfang, da darf ich zusammen mit Sebastian Wiese so ein bisschen mitmoderieren und darauf freue ich mich. Wir gewinnen auf jeden Fall 3:0. Ich sage 2:1. Ja, wollen wir es hoffen, ne? Auf jeden Fall immer ein toller Spieltag. Der Arminis-Spieltag in der Schüco Arena mit sehr coolen Aktionen. Sarah, wir machen das schon morgen, da bin ich mir sicher. Vor Anpfiff werden auch noch 150 Arminis auf dem Rasen stehen und Fahnen schwenken. Stand jetzt sind über 23.000 Tickets weg für das Spiel morgen. 4.000 davon sind Kinderkarten, denn Kinder bis 14 haben freien Eintritt.